room. Yeah. So, willkommen, wir sind gerade bei der österreichischen Nationalhymne. Willkommen hier live aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk hier in Wien. Willkommen bei dem Spiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen die ungarische Nationalmannschaft. Mein Name ist Georg Ziefke und hier mit mir Christoph Schreiner. Hallo Christoph. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich schon auf den heutigen Nachmittag. Das wird sicher ein spannendes Spiel und ja, für Österreich und natürlich auch für Ungarn steht da durchaus einiges am Spiel. Ja, Österreich haushoher Favorit, aber am Papier, das heißt nichts, man muss das Spiel erst gewinnen. Vor längerer Zeit waren wir auch mal Favorit und sind dann auch abgestiegen und das wollen die Coaches auf keinen Fall wieder und wollen sich qualifizieren mit dem heutigen Spiel in die Runde der letzten vier. Absolut, ja, auch Headcoach Max Sommer hat gesagt, dass man in den letzten Tagen auch durchaus hart trainiert hat, weil einfach der Kader sehr, sehr tief ist und sich ja vielleicht auch die Spieler, die nicht in der Starting Formation stehen, noch beweisen wollen. Und so gesehen können wir uns sicher auf ein hochmotiviertes, stark spielendes österreichisches Team freuen. Allerdings auch ein kleiner Wermutstropfen, 10 bis 15 vom Starter oder Spieler, die heute hätten spielen können, sind leider verletzt oder nicht dabei. Du hast da ein paar Infos, die uns da alle betrifft. Auf der österreichischen Seite? Ja, es gibt ein paar Spieler, die, glaube ich, geschont werden, weil man sich eben auch andere Spieler anschauen kann. Aber es gibt absolut ein paar Spieler, die wirklich verletzt sind, allein in der Offense. Also wenn man sich auf der Receiver-Position, da fehlt der komplette Starting-Receiver-Crew mit dem Yannick Meyer, mit dem Florian Bierbaumer, Philipp Haum, Richard Weber, auch Anton Weber, Wegan und Dominik Mattis werden geschont. Und auch auf der Defense-Seite, ja, Lucky Ockbehoven, Benjamin Strait, Leon Gerner, der Defensive End aus, ich glaube, Colorado State, Bombeck, ist krank geworden, also der auch nicht im Einsatz heute, aber die Tiefe des Kaders ist sehr, sehr gut und auch wenn man den Gegner nicht unterschätzt und auch nicht unterschätzen darf, ist man durchaus zuversichtlich, heute ein gutes Spiel abgeben zu können. Ja, Max Sommer hat schon gesagt, also der Kader ist trotzdem top. Österreich ist da in der glücklichen Lage, wirklich viele hochklassige Spieler zu haben. Und so wie du sagst, auch die werden spielen. Interessant, heute wird Nico Ruder starten. Coach Sommer hat uns gesagt vor dem Spiel, dass er das sieht wie also ein Team, ein Quarterback-Team, also nicht einen Starter, sondern bewusst eben beide Quarterbacks gleichwertig oder gleich vom Niveau her gleich und sie wollen auch beide einsetzen und heute auch Nico Ruder den Einsatz geben. Ja, und ich glaube, es zeigt auch genau diesen Teamcharakter, weil Andreas Thuri ist trotzdem Alexander ist trotzdem heute Kapitän, obwohl er jetzt am Anfang nicht starten wird und er wird sicher viel spielen. Die anderen Kapitäne sind dann Thomas Schnurrer und Florian Grünsteidl und Robert Dragonitis und ja, bei den Ungarn Marton Nemeth kann man da erkennen, Laszlo Jordan. Also wir entschuldigen uns jetzt schon. Falls wir den einen oder anderen ungarischen Namen schlecht oder falsch aussprechen. Zum Beispiel die Nummer 58, auch Captain Tamás Krisztián Törösök. Wir geben da unser Bestes. Ja, auch aus österreichischer Sicht ein paar bekannte Spieler auch auf Seiten der Ungarn, die in Österreich auch spielen. Nummer 2, Zoltán Golita, hat nicht nur bei den Vikings im AFL-Team, sondern auch im ELF-Team gespielt. Gábor Sviatko ist auch Panther und Kicker beim AFL-Team der Vikings gewesen. Und wir haben dann noch Mate Benedek Hegedűs, einer der drei Quarterbacks auf Seiten der Ungarn, der auch bei den Vikings seine Einsätze hatte. Ja, in der Zwischenzeit Cointos. Die Ungarn werden mit dem Kickoff beginnen und Team Austria wird also das Kickoff-Return-Team aufs Feld bringen und dann mit der Offense die Möglichkeit haben, die ersten Punkte zu erzielen. Ja, Returner Noah Touré
Und mit der Nummer 81 und Nummer 25 Tobias Bonatti, zwei erfahrene Spieler von den Salzburg Ducks und Tirol Raiders. Genau. Running back und ein Receiver. Kicken wird aber jetzt hier Andras Storz. Ja, und pünktlich mit Kickoff werden auch die Bedingungen in Wien etwas besser. Es wird etwas wärmer, Sonne lacht ein bisschen heraus. Ja, wir zwei sitzen ja da schon mit Decken wie im Winter. Gut, und Noah Thierry. Das ist ein super Return. Platz hier. Wird nicht aufgehalten und läuft weiter und ist durch. Keine Flags am Feld, das ist in solchen Situationen auch immer wichtig. Und ja, ein Paukenschlag sozusagen. Gleich mit 6 Punkten für das österreichische Nationalteam. What a start. Und meine Prognose wird auch gleich Lügen gestraft. Wir starten somit nicht mit dem, mit der Offense, sondern ja, mit den Special Teams und dann wird die Defense aufs Feld kommen. Schauen wir mal. Zuerst kommt noch das Kickoff-Team. Ja. Und jetzt das Field Goal Team, PAT Team. Kicker Michael Schachermeier, der in der AFL heuer der Mann für alles war. Bei den Steel Sharks, Leading Receiver. Der gesamten AFL, ja. Der gesamten AFL, unglaubliche Saison gespielt. Und nebenbei eben auch für PATs, Field Goals und Kickoffs zuständig bei den Steel Sharks. War dann auch einmal die Wiederholung. Wunderschön vorgeblockt auch. Und dann, ja, ist Noah Touré einfach zu schnell für den Kicker. Genau, unfaires Matchup auch für den Kicker, muss man ehrlich sagen. Ist auch für einen Feldspieler, wenn man vom Kicker getackelt wird, meistens ein Hohn. Ja. Ja, da ist eine riesengroße Gasse und in Wahrheit untouched. Aber sieht, überholt alles, eine Block auch noch. Wird hier von Luis Horvath eingeholt, die ihm den Weg frei halten, eine ganze Armada an Vorblockern. Ja, Bilderbuch, Kickoff Return. Ja, und auch der optimale Start, den sich Team Österreich sicher erhofft hat, um etwaige Nervosität oder etwaige, ja, wir nehmen den Gegner doch zu leicht, gleich mal auszumerzen. Aber das Spiel ist noch lang. Und jetzt das Kickoff-Team der Österreich am Feld und auch da Michael Schachermeier als Kicker am Feld. Ja, Max Sommer hat schon gesagt, man will hier heute auch ein Statement setzen, um zur EM nächstes Jahr zum Spielerbesten 4, also quasi ins Semifinale. Ui, Fumble hier. Vom Returner Marton Chirac. Und ja, gleich schwierige Ausgangsposition für die ungarische Offense. Jetzt hast du recht, die Defense kommt aufs Feld, ja, von Österreich. Ja, gibt uns vielleicht kurz die Möglichkeit, auch ein bisschen über die Starter zu sprechen. Wir sehen mit der 90 Leon Ballack in seinem ersten Nationalteamspiel, der ja auch ein bekannter Mann ist, mit der 95 Florian Grünsteidl. Flo Südi, glaube ich. Ah, da habe ich verlesen. Entschuldigung, Florian Sudi, genau. Ah, mit einem Trickspielzug versucht man es. Und der ist gut. Auch gut. Ein Auftakt nach Maß, auch für die Ungarn. Ja, Laszlo Benedek hier mit dem Catch. Nach einem Flea-Flicker. Ja, Laszlo Jordan, der Quarterback. Und die Ungarn versuchen das Spiel schnell zu machen. Und toller Raumgewinn hier. Ungarn in einer Doubles Formation, Spread Formation, Shotgun. Ja, dann finish ich noch die Starter an der D-Line. Daniel Posarek mit der 93 und Nikolas Melcher mit der 45, die Defensive Lineman. In der Mitte ein sensationell starkes Linebacker-Duo mit Thomas Schnurrer und Ruben Sever. 31. Screen. Auf die rechte Seite, Pass hier auf die Nummer 14, Marton Mescharos. Ja, und schnell gestoppt, unter anderem von der Nummer 9, Christoph Nitzl-Nader. Junger Starter, starker Cornerback. Aber wieder schöner Raumgewinn, 2. und 5. Der dritte Linebacker, Alexander Vatolovic.
man jetzt mit einem Fullback auch am Feld in der Pistol Formation. Handoff, das ist der Laufspielzug. Aber kein nennenswerter Raumgewinn. Schnell gestoppt von der Front 7. Ja, als Safety am Feld mit der 32 Luis Horvath und mit der 23 Jan Meyerhöfer und die Nummer 34 Nicolas Husa als Starting Cornerback bin ich noch schuldig. Also alles Spieler, die man in der ELF und in der AFL durchaus kennt. Und das erste Fähnchen am Feld, Full Start von der Offense. Genau, da geht es 5 Yards zurück. Full Start. Ja, man bringt dann 5. Defensive Back herein. 3. und 10. Jetzt ein klares Passing Down. Paul Schachner ersetzt Alexander Bartolovic. Das ist eine durchaus herausfordernde Situation für Team Ungarn. Crowd, aber alle gut gedeckt hier durch die österreichische Verteidigung. Ja, auf die Nummer 82, Nando Todd hätte es gehen sollen, aber der war ein bisschen zu hoch. Und ja, so sehen wir das Punt-Team der Ungarn und das Return-Team der Österreicher am Feld. Und wieder Schachermeier. Sogar als Punt-Returner. Auch einer der Receiver, der im letzten Spiel der 6-mal angeworfen wurde, 3 Catches gehabt hat und seinen ersten Touchdown fürs Nationalteam. Kick hier durch Gabor Sviatko. Und ein guter, aus ungarischer Sicht, Ausgangsposition, schlechte für die Offense. Aber jetzt sehen wir zum ersten Mal die Offense der Österreicher. Genau. Bisschen über der 10-Yard-Line ist man. Und die österreichischen Starter darfst du jetzt gerne ansagen, wenn du möchtest. Ja, fangen von links nach rechts mit der O-Line, mit der Nummer 77, David Rauter, Nummer 66, Michael Hinterwirt Heider, mit der Nummer 67 Center, Benjamin Raab, mit der Nummer 62, Daniel Fankhauser und mit der Nummer 75 Lukas Holup. Nico Ruder zurück, Pass hier auf Flo Wegan. Er ist aber incomplete, wird gleich getackelt von der Nummer 33. Ja, schön, gut aufgepasst von Benedikt Bodnar, der, selbst wenn der Pass complete gewesen wäre, der hätte wahrscheinlich sogar Raumverlust bedeutet. In dem Sinn. Ja, manchmal ist ein incomplete Pass besser, genau, als ein Catch. 2. und 10. Jetzt auch mit Fullback die Österreicher. Ja, Daniel Schöne, der jetzt am Feld. Und Flo Wegan bekommt den Ball, wird aber hier rasch getackelt, gegriffen vom ungarischen Beuteamerikaner. War das der Beuteamerikaner? Auf jeden Fall. Jabri Regen mit dem Tackle hier. Besitzt die ungarische Staatsbürgerschaft, hat aber am College gespielt in Amerika. Genau, bei Gardner Webb, jetzt schon einige Jahre in Ungarn. Bei den Ferenc Varos in Throners, wie wir gehört haben vom Trainer. Ja, einige des ungarischen Nationalteams. Einige Receiver am Feld hier, Rotation. Ganz zum allerersten Mal Fabian Eder ganz links am Feld. Und er bekommt gleich den Ball, macht den Catch hier und macht ein First Down. Ein neues First Down. Ja, Nico Ruder, Fabian Eder, die kennen sich aus der AFL. Fabian Eder wurde noch nachnominiert aufgrund der Verletzung. Er ist noch ein sehr junger Spieler, erst 18, 19 Jahre alt. Er ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis, wenn man ihn dann in der entscheidenden oder in der ersten entscheidenden Situation, langes Third Down, gleich das Vertrauen schenkt. Ja, am Feld auch Johannes Schütz, der eine wirklich tolle Saison in der ELF gespielt hat. Noah Touré wieder auch am Feld. Vom Return-Touchdown gleich gesehen haben und auch mit der Nummer 19 Felix Reisacher. Felix Reisacher. Es wird ja schon viel rotiert auf Seiten der Offense. Ja, Schütz auch mit seinem ersten Nationalteam-Touchdown gegen
Team Frankreich. Also viele Spieler, die auch bei der Junioren-EM in Bologna geglänzt haben, allen voran natürlich Nico Ruder, die jetzt auch zum Kern dieses Nationalteams gehören. Jetzt mit Thailand wieder Handoff zu Flo Wegan. Wird aber von der Nummer 2 Soltan Golita getackelt. Damit gut Dritter. Gelesen, gut die Elli heruntergekommen und ja, sicherer Tackle. Ja, durchaus ein längeres drittes Down. Thailand auf der linken Seite jetzt. Ein Passversuch. Genau von der Brust. Abgefangen, aber sehr gut hier verteidigt von der Nummer 2 von Golita. Aber wir haben Flex am Feld. Genau, da hätten die Ungarn auch fast die Möglichkeit auf Interception gehabt bei der Deflection. Jetzt die Frage. Offside. Hungary, number 35, 5 yards penalty, down remains 3. Gegen die Ungarn, 5 Yards Strafe, aber es ist noch dritter Versuch, dritter und 1. Ja, das ist halt auch sowas, wenn man schon als Underdog in einem Spiel ist, sind gerade solche Strafen, wenn man halt den dritten Down abgewehrt hat, die können natürlich ein Killer sein. Jetzt schon die zweite Strafe, auch in der Offense war das natürlich nicht günstig für den Drive. Hand auf hier, ja. Flo Wegan, und der schafft hier das neue First Down. Ganz souverän. Die Lücke hinter dem Guard. Ja, und da Nummer 51 der Ungarn hat das etwas überspielt und dann geht gleich einige Yards noch zusätzlich aufs Konto. Von Flo Wegan. Play-Action. Hier weiter Pass auf die Nummer 8, auf Johannes Schütz. Der da seinen DB schon geschlagen gehabt hat. Ein wenig überworfen hier von Nico Ruder. Zweiter und 10. Neuer Mann am Feld, Nummer 87, Markus Schabau. Ja, auch eine Tight End. Der LF bei den Raiders im Einsatz. Und mit der Nummer 4 Raphael Comeli. Ja, das ist auch ein ganz interessanter Mann. Extrem schneller Spieler, ganz junger Spieler. Gleich den Ball und ist hier durch. Aber auch wieder eine Flag am Feld. Das könnte jetzt gegen die Offense gehen. Der Illegal Block. Pass Interference Offense. Ja, weil der Spieler schon über der Line of Scrimmage war und die Block schon angesetzt wurden, also war es kein Screen Pass sozusagen, es gilt nur, wenn man den Ball hinter Pass Interference Offense, Austria, it's a 50 Yard Penalty, down remains 2. Aber man versucht offensichtlich, oder hat in dem Fall versucht, Raphael Comeli, wie gesagt, ein extrem schneller Spieler, im Feld den Ball zu geben, dass er dann einfach seine Schnelligkeit ausnutzen kann. Max Sommer nimmt hier ein Timeout. Ach, schon das zweite der Österreicher, wenn das jetzt richtig ist. Wie hier mit dem Ref sprechen. Ja, 2. und 25 ist natürlich keine optimale Voraussetzung. Kann man wieder Fullback und Running Back aufs Feld. Ja, großer Raumverlust. Pass hier auf Schönet. 13 Jahre Raumgewinn in etwa vom Fullback. Circa die Hälfte wieder zurückgewonnen. Schönet ist ja auch eine interessante Geschichte, der ja eigentlich bei seinen Heimatvereinen sozusagen in der Defense spielt.
ursprünglich aber gelernter Fullback war und im Nationalteam diese Position auch immer behalten hat, sozusagen. Hat auch nach der Saison in der ELF bei den Vikings gespielt. Genau. Nummer 82, David Kenida. Ja, ein Spieler der Ducks, wenn ich da richtig informiert bin. Wide open, aber er konnte den Ball nicht fangen. Ja, somit sind wir das Punt-Team. Genau, Head Coach Mark Sommer hat von ihm auch in der Vorbereitung gesprochen, noch etwas roh, wie man so schön sagt, aber einfach körperlich sehr, sehr beeindruckender Spieler, ganz ein junger Spieler, der einfach sehr viel Potenzial hat, den will man da wohl auch mitnehmen und ihn entwickeln. Flo Sudi hier mit dem Punt. Der aber ziemlich abreißt. Ja, zu früh rausgeht. Steirisch sagen würde. Und die Ungarn bekommen, ja, ich glaube sogar über der 40-Yard-Line den Ball. Ja, die Steirer, lange Tradition an Kickern. Ja. An Lineman-Kickern. Lineman-Kickern, Christoph Kipperer, genau. Jetzt der Florian Sudi. Der jetzt auch gleich als Defense Tackle am Feld steht. Ja, das sehen wir jetzt immer öfters bei vielen Offenses, die schon einen Snap andeuten. Und dann jetzt. Da hat, ich glaube, Jan Meyerhöfer war es, die Interception schon in der Hand gehabt. Aber leider nicht fangen können. Ja, jetzt mit der Motion, aber harter Tackle von der Nummer 49, Alexander Bartolovic. Da sogar für Raumverlust. Ja, Running Back Almos Illes. Bartolovic ja auch ein Starting Linebacker im Vikings ELF Team. Ja, dritter und lang. Die Österreicher wieder mit 5 Defensive Backs am Feld. Pass hier wieder raus. Auf die Nummer 36. Und ganz schnell gestoppt von Paul Schachner. Minimaler Raumgewinn, wenn überhaupt. Ja, ein Yard vielleicht. Aber 4. und 10 und wir sind wieder das Punt-Team am Feld. Ja, nach dem raschen Start jetzt ein bisschen auf beiden Seiten. Ja. Ja, geht es offensiv. Will Ruhe eingekehrt. So ja, genau. Hoher Snap. Da hätte der Panther jetzt, glaube ich, auch laufen können. Also aber eiskalt eigentlich, oder? Da super durchkommen, ganz großer Druck auf den Panther. Aber das ist ein ganz arrivierter Souverän. Oder, ja, sehr routiniert, da sieht man, wie er den aussteigen lässt, den Blocker und dann seinen Christoph Nitzl-Nader, den wird auch noch einmal denken. Ja, Gabor Sviatko, wie gesagt, sehr, sehr erfahren schon. Macht das Beste aus der Situation und ja, First Down an der 23 wird das ungefähr sein. In unserer Position aus nicht ganz zu erkennen. 25. Ja, die drei Starting Receivers sind recht deutlich erkennbar jetzt am Beginn des Spiels. Also man sieht immer wieder Reisacher, Touré. Schütz und Touré am Feld. Lauf hier durch Flo Wegan, 2. und 5. Schön vom Center freigeblockt. Oder beziehungsweise Right Guard Daniel Fankhauser war es. Jetzt ein Free Play. Der war unterworfen.
Marton Nemeth mit der Passabwehr, den hätte er fangen können, hätte aber wahrscheinlich aller Voraussicht nach nicht gezählt, wieder ein Offside. Die Defense hat man sehr deutlich gesehen, glaube ich. Genau, Nummer 50. Das war der Amerikaner, der sollte es eigentlich wissen. Offside, Regan. Hungary, yeah. Number 50, it's a 5-yard penalty. Zu früh down is über den Scrimmage. Ja, angesagt von Head Referee Thomas Hofbauer. Die sind wir dann auch noch schuldig, werden wir dann noch nachreichen. Hier schon wieder Bewegung unterworfen hier, Noah Touré jetzt. Ja, zweimal jetzt auch Nico Ruder mit ein bisschen am Sidearm. Ja, dritter und ganz kurz. Max Sommer will hier Tempo beschleunigen. Ja, ich glaube, da werden wir einen Lauf sehen, oder? Da kann man einen Drive ein bisschen am Leben halten. Ja. Und da haben wir es. Flo Wegan. Schöner Raumgewinn hier wieder. 10 Yards circa. Über die rechte Seite mit so einem Stretchplay, wo sich Flo Wegan dann das Loch aussuchen kann, sozusagen. Ja, Zone Plays haben sich durchgesetzt, ja, okay, in den letzten Jahren. Das sieht man es auch. Je nachdem, wie die Defense oder wie die gegen die Blocks arbeitet, kann sich der Running Back dann entscheiden, ab Field zu gehen. Auch hier immer wieder der Blick nach außen. Spielzug wird noch einmal angezeigt. Man schaut sich mal an, wie steht die Defense. Wieder Hände dafür auf Wegan. Schöne Cuts. Also etwa 5 Yards Raumgewinn. Ja, Laufspielzug funktioniert. 5 Yards pro Play. Damit kann man leben. Absolut. Darf man vielleicht auch ein bisschen erwarten. Einige der Offensive Linemen sind ja durchaus Starter in der ELF. Und die haben am höchsten Niveau heuer schon gespielt. Also darf man erwarten, dass die ihre Blocks in den meisten Fällen gewinnen. Und wieder Handoff. Gut aufgepasst. Nummer 58 der Ungarn. Der Captain Tamás Krisztián Törösek beim Tackle. Ja, die Ungarn mit einem sehr physischen Team hier. Körperlich stark und das zeigen sie auch. Jetzt der Receiving Tyrant Markus Schawal mit der 87 am Feld. Komeli wieder. Ja, Komeli. Kann den Ball nicht festhalten. Incomplete, fast ein Interception. Es geht vielleicht das Drop durch und wieder das Bandteam. Ja, so leicht als Favorit. Wie gesagt, die Spiele muss man erst gewinnen und das am Feld auch umsetzen. Ganz offen eigentlich, ja, den muss er fangen. Genau auf die Brust, also jetzt schon der zweite Incomplete Pass, die wir eigentlich genau auf die Brust sind. Das ist halt auch gerade für einen jungen Quarterback wie den Nico Ruder, das sagt man immer, man muss dem Quarterback helfen, der da seinen ersten Start hat. Der Catch-Signal hier von der Nummer 14. Gut gefangen, Marton Mescharosch. Und ja, das Puntfangen ist ja gar nicht so einfach, also das gut gemacht vom junger Mann. Und war die richtige Entscheidung. Verteidigungsspieler war natürlich schon ganz genau in der Nähe, bevor man hier einen Fumble riskiert. Genau. Jetzt ist man auf der 20-Yard-Line ziemlich genau. Nächste Angriffsserie der Ungarn. Neuer Quarterback auf Seiten der Ungarn, Matej Hegedűs. Schöner Catch. Mit einer Hand. Die Nummer 82, Nando Todd. Aber
kein nennenswerter Raumgewinn, leichter Raumverlust. Die österreichischen Spieler haben da kurz ein Fumble moniert, aber wird zumindest nicht gegeben. Die Schiedsrichter geben. Der Forward Progress wurde schon gestoppt. Genau. Wieder ein guter Tackle von Christoph Nitzelnader. Quarterback läuft selbst ja, jetzt. Da ist die Motion an. Aber auch wieder sehr geringer Raumgewinn. Ja, positiv zu merken, die Sonne kommt raus. Absolut. Ja, Ruben Seber beim Tackle als erster mit der Nummer 1. Ja, auch das hat uns der ungarische Nationalteamtrainer angekündigt. Man wird auch bei den Ungarn mit zwei oder drei Quarterbacks spielen und die ein bisschen rotieren. Und das Ende des ersten Viertels. Ja, kurzes Resümee. Super Start, aber jetzt hakt es ein bisschen für die Österreicher. Ja, genau. Also sensationeller Start und die Offense mit Ansätzen, aber dann ja auch ein paar Konzentrationsfehlern sozusagen. Zwei Drops haben wir schon angesprochen. Eigentlich weit offen, auch eine Strafe. Laufspiel. Funktioniert eigentlich. Genau. Aber die Ungarn. Ja, halten in der Defense dagegen. In der Offense ist bis jetzt, bis auf das erste Play der Flip-Flicker, noch nicht ganz so viel gegangen. Österreichische Defense präsentiert sich bisher eigentlich bärenstark. Erster und 10 für die Ungarn. Dritter und 10, Entschuldigung. Motion hinaus, aber wieder eine Strafe. Gegen die Offense. Deswegen wurde das Spielzug ja schon vorzeitig abgepfiffen. Full start, Hungary. Number 23, the 5-yard penalty. Please reset the clock to 12 minutes. Ja, ist, 12 minutes Strafe on the clock. Jetzt, oder? We go on the snap. Ja, thank you. Fünfte sogar schon und mit dem Frühstart. Das hilft natürlich den Ungarn auch nicht. Ja, dritter und 15. Keine einfache Aufgabe hier. Mit der Motion raus. Jetzt wieder eine Strafe, aber diesmal Free Play hier für die Ungarn. Quarterback auch mit gut 10 Yards über die linke Seite, bevor er out of bounds gedrängt wird. Aber nicht genug für einen First Down, also wird man die Strafe wohl annehmen. Genau. Ja, bei dem Free Play werden mit den Quarterbacks normalerweise beigebracht, dass sie den Ball werfen, weil er im Endeffekt, selbst wenn ein Interception passiert, man trotzdem den Ball wieder offside bekommt. Und Austria, die davon a 5-yard penalty, Raum down hat. Remains 3. Ja, dritter und 10 somit. Für das ungarische Team. Den Spielzug da jetzt noch verändern. Ja, man versucht
Da einen Receiver Screen, aber Nitzelnada ist da all over und ja, Raumgewinn von einem Yard. Und wir werden wieder das Punt-Team der Ungarn sehen. Ja, wieder gestoppt. Starke Leistung der Defense der Österreicher. Schachermeier steht wieder zum Return bereit. Bis jetzt ja noch keine Möglichkeit für den Return gehabt. Zeigt das Fair Catch, geht aber jetzt nicht auf den Return. Und jetzt ein guter Bounce für Team Austria. Ja, ziemlich genau auf der Mittellinie. 49, auf der eigenen 49. Jetzt das First Down für Team Austria. Ja, mal sehen, was in diesem Drive jetzt für die Vikings, für die österreichische Offense möglich ist. Nico Rudo hier mit einem weiten Pass auf Felix Reisacher. Ja, der moniert da PI und das kann ich zumindest ein bisschen verstehen. Es hat schon so ausgesehen, als ob der Defensive Back da ein bisschen bei ihm eingehakt hätte. Benedikt Horvath. Vielleicht gibt man hat man den Ball als uncatchable gesehen unter Umständen, aber hat da zumindest einen Case für diese PI. Ja, deutlich früh dran gewesen bei dem Play. Inzwischen hat ein Laufspielzug durch die Mitte, aber schnell gestoppt. Diesmal dritter Versuch. Tobias Bonatti als Running Back am Feld. Die Österreicher bleiben meist in dieser Full Formation mit zwei Running Backs, mit einem Fullback. Daniel Schönel jetzt als Tight End nach vorgegangen. Passversuch wieder. Der Ruder versucht es jetzt selbstständig. Macht ein paar Yards gut. Knapp ans First Down, aber wohl nicht ganz genug. Jetzt sind wir Vierter und ja, so 2, 1 Yard, Vierter und 1. So wie es ausschaut, bleibt die Offense am Feld. Ja, Mut kann man sich nicht kaufen. Das Team hat ja bisher bewiesen, dass es mit dem Lauf eigentlich ganz gut funktioniert. Außerdem hat schon einige Strafen der Ungarn auch in dieser Situation gegeben. Ja, Max Sommer, Head Coach, nimmt wieder ein Timeout. Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Ja, wahrscheinlich hätte man im österreichischen Staff nicht vermutet, dass es 3 Minuten im zweiten Viertel, also 3 Minuten ins zweite Viertel noch 7-0 stehen würde. Und auch der ungarische Headcoach hat uns ja im Vorfeld durchaus hat Lobeshymnen über das österreichische Team gesprochen. Aber hat sein Team gut eingestellt? Absolut. Hat eben gesagt, dass Österreich sicher eins der Top 2 Teams in Europa ist. Extrem stark und dass es für seine Mannschaft, sein Team eine riesengroße Chance aber auch ist, gegen so ein gutes Team, so gute Einzelspieler zu spielen. Und die Ungarn zeigen das bisher, dass sie da voll motiviert dran sind. Sehr gute Teamleistung hier der Ungarn, gut eingestellt. Das Personal bleibt gleich wieder. Schönert als Fullback. Flo Wegan zurück als Running Back. Schaut schon nach Run aus und der bekommt ihn und das macht das First Down hier.
und ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, jetzt will es Österreich schon ein bisschen erzwingen. Ja, wobei, ich sage, wenn du auf der 40-Yard-Line bist, kann man das im 4. und 1 schon einmal versuchen. Die Defense hat ja bis jetzt bis auf den einen Trickspielzeug noch gar nichts hergegeben. Ja, ich glaube, das im Nachhinein weiß man es immer, war die richtige Entscheidung. Handoff. Wie auf Bonatti. Nein, Lukas Hasselwanter, ja, der dritte Running Back. Auch von den Raiders. Macht ja auch gute Yards, wieder 5 Yards. Jetzt wieder eine passlastigere Formation. Man hat Kameli erinnern, man hat mit Schaberl den Receiving Titans erinnern. Ja, kein Running Back am Feld. Genau. Ja, Schaberl wäre auch schön frei gewesen. Super Defense von der Nummer 6. Benedikt Horvath, der da den Ball im letzten Moment noch abwehren kann, kurz vor Johannes Schütz. Ja, ist eigentlich ein schöner Ball. Gut in die Hände geworfen, gerade noch. Ja, wirklich im letzten Moment. Ja, auf der Backside wäre der Tyrant, der auch so einen, einen Skinny Post über die Mitte gelaufen ist. Der wäre auch schön frei gewesen. Vielleicht kommt man zu dem Spielzug später noch einmal zurück. Ja, Horvath jetzt schon mit 2 schönen Verteidigungen. Ja. Nico Ruder jetzt hier frei auf Schönheit. Aber eine Flag am Feld. Flag. Spieler der Ungarn liegt am Feld. Daniel Schönheit, der Fullback, der sich da rausgeschlichen hat. Nico Ruder hat sich hier noch ganz gut freigelaufen. Am Feld liegt die Nummer 91 der Ungarn. Ja, so eine entscheidende, was Adam die Seluk. Strafe ist. Das dürfte gegen Österreich gehen. Ja, schaut fast danach aus. During the play, personal foul, Team Austria, number 62. It's a 15-yard penalty, down remains 3, no score on the play. Personal foul. Gegen Daniel Fankhauser. Vielleicht kann man das dann noch einmal erkennen. Ja, das war viel aufgefallen. Ja. Danach nochmal nicht drauf zu. Ah, super Wurf jetzt vom Quarterback Nico Ruder. Wieder Fabian Eder. Da einige Yards zurück. Ein Laser und wir haben wieder einen 4. Versuch. Gegen den Lauf eigentlich auch etwas, wo man lernt. Das macht man nicht, glaube ich, als Quarterback, aber der Erfolg gibt ihm recht in dem Moment. Ja, und 4.30 Uhr. Ja, davor für Daniel Schönheit tut mir fast ein bisschen leid, das wäre sicher auch sein erster Nationalteam-Touchdown gewesen. Das ist man auch in einer Situation, wo man nicht unbedingt läuft und deswegen wieder mit 5 Receivern oder 4 Receivern oder einem Tight End am Feld. Und hier auf Kameli. Der schafft das First Down. Sehr schöner Catch. Getackelt hier wieder von Jabra Reagan. Er hat zum Boden gerissen. Mate Walasch, ja, danke. Giocodi sitzt am Feld. Angeschlagen. Oder ein Krampf. Nach einem Krampf aus, glaube ich. Gell?
Ja, Österreich mit einem First Down. Ja, na, fast in der Red Zone. 25 Yard Line, also jetzt können wir zumindest mit Punkten liebäugeln. Gute Position schon. Oder? In Zeitlupe noch einmal der Wurf vor auf Fabian Eder. Genau. In gegen die Laufrichtung. Hat er ihn dann. Ganz wichtig. Um dann in Folge das First Down zu schaffen. So. Flo Wegan wieder am Feld. Play Action. Und hier auf. Pass auf Johannes Schütz, ja. Bissl hinten hineingeworfen, aber so von unserer Position hat so ausgesehen. Den kann man schon auch fangen. Den kann er vor allem fangen. Er hat wirklich solche Catches ja, diese Saison gezeigt. Also absolut. Ja, auch früher schon in Juniorenzeiten oder bei den Giants immer wieder für einen absoluten Highlight-Catch gut. Johannes Schütz. Handoff. Flo Wegan. Sehr gut aufgepasst jetzt von der Defense. Scholtan Golita wieder der, her. Der da wieder vorkommt, ja. Ja, und sogar Raumverlust. Dritter und 11 jetzt. So. Da in der Defense wirklich hervorragend eingestellt. Einige Playmaker, die da für einen Großteil der Plays sorgen bei den Ungarn, aber wirklich ein super Team-Effort bisher. Man steht wieder bei diesem dritten und 11. Es ist fast ein bisschen weit für Field Goal. Pass. Wieder Fabian Eder, der ist complete. Ja, der. Aber kein First Down. Golita wieder am Tackle. Aber auch spannend, das ist der dritte Catch jetzt schon von Fabian Eder. Also und so wie es ausschaut. Field Goal. Field Goal, ja, man hat kein Timeout mehr. Das ist auch spannend. Und Michael Schachermeier, den wir heute als Receiver noch gar nicht im Feld gesehen haben, glaube ich. Sitzt man dann gefährlich. Sitzt man direkt hinter dem Field Goal, auf das gerade gekickt wird. Und ja, splits die Upright. Ganz sicher mittig. Sehr schöner Kick hier. 10:0 für Österreich. Ja, das ist zumindest einmal ein Two-Score-Game, weil bei so einem 7-0 ein Play, ein kleiner Fehler und du hast dann Ausgleich. Das ist immer ein bisschen eine Drucksituation. Jetzt das erste Mal, dass man sagen kann, okay, man kann sich zumindest einen Fehler erlauben. 4 Minuten 44 noch im zweiten Viertel. Auf der offiziellen Game Clock, ja genau. Und jetzt wird es tatsächlich auch angenehmer für uns hier oben. Die Sonne wärmt uns, scheint uns direkt in unser Moderatoren-Zelt herein. Na Gott sei Dank. Ja, tolles Football-Wetter hier. Ja, die Ungarn mit dem 12. Mann angereist. Eine Spezialität. Sie haben uns vor dem Spiel mit dem Headcoach gesagt, es gibt nicht die Nummer 12 am Spielfeld. Also das Jersey mit der Nummer 12 wird nicht ausgeteilt. Das wird an das Publikum verteilt. Sehr viele im Publikum mit der Nummer 12. Ja, coole Geschichte. Kennt man in Europa zwar grundsätzlich vom Sport, aber dass das im Nationalteam auch so gehandhabt wird, eine schöne Geschichte. Und ja, wie du sagst, durchaus einige ungarische Fans mit der Nummer 12 da und jetzt eine Strafe beim Kickoff gegen das Team Österreich. Michael Schachermeier kickt den Ball out of bounds und das ist eine Strafe. Ja, der Kickoff muss im Feld bleiben, darf nur hinten hinaus, sprich über die Goal-Line in die Endzone, aber nicht über die Outlinie. Procedure of out of bounds, Team Austria, all on 45 yard line, first down. Der Ball an der back to 35. 35 yard line. First down für die Ungarn. Beim 10:0 und
4:44 vor der Halbzeit. Ja, mal sehen, ob sie noch das ein oder andere Trickplay im Petto haben. Haben ja die Defense Österreicher mit dem ersten Spielzug überrascht. Seitdem aber eher kein Weiterkommen. Mit dem Laufspielzug. Thomas Schnurrer mit dem Tackle. Running back war Levente tot. Kein Raumgewinn. Ja, da läuft man von Seiten der Ungarn schon in eine wirklich, wirklich starke österreichische Box. Selbst wenn da der ein oder andere vermeintliche oder potenzielle Starter. Zurück, wir waren kurz weg. Da schaut nach einer Interception aus. Jan Meyerhofer greift zu bei diesem bisschen Verzweiflungspass. Den sollte der Quarterback nicht werfen, aber Flag on Field. Zumindest wird uns eine Flagge angezeigt, aber schon das Team Austria am Feld. Ja, gegen den Lauf geworfen in die Triple Coverage. Hier Pass auf Touré. Wir haben dann auch mal die Wiederholung gesehen von der Interception vorher. Ja, das sind wahrscheinlich auch die Sachen, die der ungarische Head Coach vermeiden. Wieder kurz weg. Internetausfall. Wieder da. Lauf durch die Mitte. Von Nati, glaube ich. Genau, 25 von den Raiders. Mit gutem Raumgewinn. Knapp ans First Down. Ja, dreht dann kurz. Vorher der Pass auf Touré. Touré ist vorher beim Cut ausgerutscht. Genau. Ja, gute Arbeit der Offensive Line bei diesem Laufspielzug. 8 Yards, Raumgewinn, 3. und 2. Wieder hin auf Bonati und der. Ja, wieder durch die Mitte, läuft immer noch. First down auf der 30. Knapp 3 Minuten zu spielen. Reaction Pass hier. Und jetzt aber, den hat er gefangen, die Nummer 82. Den hat jetzt David Kanida gefangen, sehr schön. Wie gesagt, ein richtig großer Spieler, 108 Kilo hat mir Headcoach Sommer vorher erzählt für einen Receiver. Das sind, ja, wenn er dann den Ball hat, muss man den erst einmal tackeln. Das tut weh, oder? Beim Tackeln manchmal. Das tut dann weh manchmal beim Tackeln, ja, das ist richtig. Timeout der Ungarn. Wahnsinnig richtig aufgestellt, aber jetzt scheint die Offense ein bisschen Hungary. Besser in Bewegung und sind zum ersten Mal in der Red Zone der Ungarn. Ja, vielleicht war das jetzt dieser Game Changer, Momentum Changer, die Interception hier durch Meyerhofer. Vielleicht ist das jetzt quasi die Initialzündung für die Österreicher. Da sieht man noch einmal den schönen Catch. Genau. Und ja, dann wieder Foltern Kolita beim Tackle. Der Safety ganz sicher zugegriffen, aber natürlich schöner Raumgewinn zuvor.
Ja, ich glaube, auch das Field Goal zuvor, das einfach ein bisschen jetzt diesen Druck genommen hat, dann im nächsten Drive die Interception. Und ja, Football ist ja, wie wir wissen, ein Momentumspiel und das kann dann auch recht schnell kippen. Und jetzt wieder hervorragende Scoring Position. 2:10 noch zu spielen, man scored. Wenn man jetzt scored, dann müssen die Ungarn in Wahrheit fast schauen, dass sie ohne weitere Punkte in die Halbzeit kommen. Ja, Coaches sind mir noch ein bisschen, Max Sommer haben wir schon gesagt, Head Coach, Offense Coordinator, Ivan Zivko, Defense Coordinator, Chris Kalarakai. Ziehen hier die Fäden quasi im Team. Ja, aber noch sehr viel gute weitere Trainer dazu später. Und Bonatti bekommt wieder den Ball, läuft hier durch die Mitte. Ja, den ganzen Drive jetzt schon mit einigen sehr guten Läufen jetzt. Jetzt haben wir allerdings auch bei Team Austria einen verletzten Spieler. Bonatti wird abgelöst von Flo Wegan. Benjamin Raab ist hier liegen geblieben. Das wäre der Center, wenn ich da richtig aufgepasst habe. Das wäre nicht so günstig, Centerwechsel, so kurz vor der Endzone. Hoffe natürlich auch, dass es hier keine schwere Verletzung ist. Humpelt auf einem Bein raus. Mal sehen, schaut aus, als ob Robert Dragonitis jetzt den Center übernimmt, Position des Centers übernimmt. Auch jemand, der schon sehr, sehr lange dabei ist. Snap hat geklappt. Ja, das schaut gut aus. Aber dann gut aufgepasst von der Nummer 58 der Ungarn. Tamás Györöcsök, der Kapitän, den wir auch schon öfter angesprochen haben. Da hat es eigentlich wirklich ausgeschaut, als ob da ein großes Loch aufgeht. Aber der hat sich da entschlossen entgegengeworfen. Absolut. Also mit allem, was er gehabt hat. Als der Inside Linebacker. Und ja, 3. und 3. Man könnte grundsätzlich noch ein neues First Down kurz vor der Goal-Line schaffen. Aber ich glaube, sagen wir jetzt gleich Touchdown lieber. Bewegen hier in Motion. Also man versucht den Pass. Ah. Wäre eigentlich frei gewesen. Ja. Ball war zu kurz, wurde unterworfen. Und wir haben den vierten Versuch. Also man bleibt dran. 47 Sekunden noch. Ja, mutige Entscheidung sozusagen auch des Coaching-Staffs da bei 3. und ja, relativ kurz zu werfen, nachdem der Lauf bisher ja gut funktioniert hat. Ja, es war jetzt kein Hochrisikopass mit einem. Das ist richtig. Wie du sagst, er wäre ja grundsätzlich frei gewesen, der Spielzug hätte funktioniert. So, Timeout. Austria, one timeout remaining. Von Team Austria. Ja, der Coaching Staff überdenkt noch einmal, aber es scheint alles darauf hinzudeuten, dass man mit der Offense am Feld bleibt. So, 4. und 3. Oder 4. und 4. Zum Goal. Lange 3, kurze 4. Ja. Was setzt du? Eine Motion. Oh oh. Jetzt Timeout der Ungarn. Also will die Strength sozusagen verändern. Oder wollte man bei dem Austria die Strength one verändern, indem remaining. Man den
Fullback, Tight End auf die andere Seite gesetzt hat oder setzen wollte. Daniel Brandmeier, der Offensive Line Coach, bei den Offensive Linern. Ja, schauen wir mal, was hier jetzt wieder verändert wird. Ja, auch David Kaninda jetzt am Feld, da wo wir schon gesagt haben, dass das ein sehr, sehr, sehr ein physisch sehr starker Spieler ist. Fabian Eder sind wir auch am Feld. Daniel Schönet, Thailand jetzt in Motion. Ja, es gibt den Tackle Screen hier. Auf Holub, glaube ich, war ja, der. Aber der wird tatsächlich von den Ungarn gestoppt. Ja, ein Trickplay hier, ein Tackle-Screen, sieht man sehr, sehr selten. Aber da haben die Ungarn wirklich gut aufgepasst. Da hat man sich jetzt vielleicht von österreichischer Seite ein bisschen selbst übertrickst. Ja, war eine gute Idee. Mit zwei Motions sozusagen nach links. Also zuerst ein Shift, dann die Motion, genau. Aber da haben die Ungarn wirklich gut aufgepasst. Ganz schwierig zu verteidigen, weil sich ja die Strength der Offense komplett auf die andere Richtung verändert. Motion, Fake Handoff, also war sehr viel jetzt. Wir bekommen jetzt den Ball, Quarterback steht in der eigenen Endzone, wirft den Ball hier zur Outlinie raus. Bei dem Play davor, den Tackle hat dann der US-Amerikaner Jabari Reagan gemacht, also ja, macht dann in so entscheidenden Momenten natürlich auch einen Unterschied, wenn man dann Amerikaner hat. Offside, den man Austria, Number 49, Penalty declined. Absolut. First down. Aber seine Wurzel offside aus Amerika. Aha. Eine Strafe gegen die Team Austria. Und somit einmal die größte sozusagen Gefahr für die Ungarn gebannt. Was noch zu Punkten zu kommen oder ob sie einfach versuchen, mal in die Halbzeit zu kommen? Ja, sie schauen so aus, als würden sie spielen. Ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich weiß nicht, warum die Uhr begonnen hat zu laufen. Wir waren bei 13 Sekunden jetzt. Please reset the clock to 35 seconds. 35 seconds, we start on the snap. 30 Sekunden sogar. Thank you. Also da dürfte nicht gestoppt worden sein. Ein wichtiger Stopp hier für die Ungarn. Somit ist es immer noch nur unter Anführungszeichen 10 zu 0 für die Österreicher. Absolut. Österreicher haben auch kein Timeout mehr, die könnten also die Uhr nicht mehr stoppen und deswegen ja, laufen die Ungarn jetzt mit der Nummer 34 Levente Todd. Und die Ungarn bekommen ja auch den Ball in der zweiten Halbzeit, genau. In der zweiten Halbzeit gleich. Versuchen sie hier trotzdem schnell aufzustellen. Das finde ich spannend persönlich, also ich hätte damit gerechnet, dass man versucht die Uhr herunterlaufen zu lassen. Also lassen Zeit. Schaut so aus, als würde sie die Uhr runterlaufen lassen. Ja, ein Achtungserfolg für die Ungarn. Absolut. 10 zu 0. Nur 10 zu 0 ja. Zur Halbzeit. Die Uhr läuft runter. 2 Sekunden, 1 Sekunde. Und wir hören uns in der zweiten Halbzeit. Wir hören uns in der Halbzeit, ja. Du musst wohin. Ich muss wohin. Nicht aufs Klo. Damit bleibe ich hier noch kurz alleine, darf weiter kommentieren. Ja, zusammengefasst, ein, auch wenn sie hinten sind, ein Erfolg für die ungarische Mannschaft. Nur unter Anführungszeichen 10 zu 0. Also wie gesagt, die Favoritenrolle konnten die Österreicher noch nicht ausspielen. Die Punkte muss man erst machen. Kein Touchdown noch von Seiten der Offense. Das war
gleich der Touchdown zu Beginn durch den Kickoff Return durch Touré und dann Field Goal durch Schachermeier, dadurch das 10-0. Also eine sehr, sehr knappe Geschichte hier noch immer für das österreichische Nationalteam. Auch wenn es so ausgesehen hat zurzeit, dass die Ungarn mit ihrer Offense nicht zu Punkten kommen. Ungarn hatten einen weiten Spielzug und einen großen Raum gewinnt durch ein sogenanntes Trickplay, durch einen Flea Flicker, Running Back nochmal den Ball zurück zum Quarterback geworfen. Hier sieht man nochmal den Pass da in der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, durch Mate Hegedüsch, der Linkshänder ist. In der Pause, was erwartet uns hier, gibt es ein paar Ehrungen. Seit diesem Jahr gibt es den sogenannten Ring of Honor. Hier werden ehemalige Nationalteamspieler geehrt. Und wir sind schon gespannt, wer da alle kommen wird, welche Spieler hier heute geehrt werden. Die Spieler hatten gestern, wurden sie schon eingeladen zum Abendessen, waren beim Team der Österreicher und wurden dort in den Ring of Honor aufgenommen. Ja, hier sehen wir noch ein paar Spielzüge aus der ersten Halbzeit. Nico Roder hier auf die Nummer 82, der Arbeit. Kein So, wieder da. Internet hat auch kurz Pause gemacht. Es werden hier jetzt die Spieler geehrt, die in den Ring of Honor aufgenommen werden und heute hier sind. Gleich sehen, wenn das betrifft. Ja, hier Applaus vom Publikum für die Spieler, die heute da sind. Andreas Bröller sehe ich da. Wenn sehen wir hier noch Pascha Asiladab und mein Co-Kommentator Christoph Schreiner bekommt hier auch eine Ehrung. Peter Kamberger, sehr lange gekickt für das Nationalteam. Andreas Bröller, Tight End gespielt. Pascha Asiladab, Wide Receiver, Kommentator auch, ORF Puls 4. Auf der Liste stehen auch Christoph Gross, Valentin Gruber, Mario Rinner, Norbert Baumberger, Thomas Heider, André Kliemann, Thomas Diepold und Pascha Asiladab. Sehr viele Spieler, die jetzt aufgenommen werden in diesem Ring of Honor. Die durch ihre Leistungen geglänzt haben in der Vergangenheit. Aber kein Nationalteam, kein Ereignis wie dieses kann auch ohne die Unterstützung funktionieren von vielen Seiten. Neuer Partner des Nationalteams hier, El Gaucho. Ernährung ist natürlich für Sportler sehr wichtig. El Gaucho hier mit einem tollen Angebot in den Restaurants für Steak,
Fan sein muss, sozusagen, dann wie schon seit längerem Chagall-Parkett. Das Courtyard vom Marriott, Messe beim Prater, jetzt immer schon öfters das Host-Hotel für das Nationalteam Hypo Niederösterreich und Teamausstatter Macron. Die Überreichung ist jetzt gerade im Gange für diesen Ring of Honor. Peter Gramberger war der Erste, den bekommen hat. Bernhard Bielsdorf ist leider erkrankt. Er hätte heute auch hier sein sollen. Die Ehrung wird vorgenommen vom AFB-Präsidenten Michael Eschelböck. Ja, weiters wollen wir uns auch bedanken hier an die vielen Helfer, vor allem hier an die Freiwilligen der Danube Dragons, die uns, mich und den Christoph hier auch unterstützt haben, mit Decken. Jetzt auch was ziemlich kühl war am Anfang, also vielen, vielen Dank. Von unserer Seite Marc Linkermann, der den ganzen Game, der hier organisiert hat. Dann Stefan Strauß für das Marketing im Vorhinein und wirklich eine gelungene Veranstaltung mit einer vollen Tribüne. Andreas Bröller hat jetzt gerade seine Auszeichnung erhalten. Der nächste ist Pascha Siladab, der jetzt quasi seinen Preis bekommt. Gut, als nächster jetzt mein Co-Kommentator Christoph Schreiner hier, wird hier aufgenommen, auch in den Ring of Honor. Kann ich jetzt dann gleich persönlich gratulieren, wenn er wieder zurück ist. Der letzte hier, wenn ich mich nicht irre, André Kliemann. Jetzt haben sie auch die Bilder dazu. André Kliemann ganz rechts. Von links nach rechts Andreas Bröller, dann Peter Gramberger, Christoph Schreiner, Pascha Siladab, Christoph Schreiner und André Kliemann. Running Back, jahrelang für die Danube Dragons gespielt. Christoph Schreiner für die Giants, Pascha Siladab für die Vikings und dann auch für die Dragons. Böller sehr lange für die Raiders gespielt und Peter Gramberger auch hier für die Vikings. Die Teams kommen schon langsam wieder zurück aufs Feld und die
beginnen schon mit dem Aufwärmen. Oder das Team Austria kommt schon langsam ins Feld. So, jetzt hat André Kliemann auch seine Auszeichnung bekommen. Ja, eine tolle Idee hier, eine tolle Sache. Für die Spieler, ehemaligen Spieler des Nationalteams. War auch eine lange Geschichte. Nach einer Pause gab es dann erst wieder quasi einen Neuaufbau, damals noch mit Bernie Binsdorfer. Auch noch, der ist heute nicht da. Und Rick Rhodes als Coach und so weiter. Es gab viele, viele Aufbaustationen, wo sie mühsam über die C, B, EM, EM zurückgekämpft hat. Und immer wieder gute Erfolge hatte. Noch keinen Europameistertitel für die Herren. 2014 gab es eben dieses großartige Finale im Ernst-Happel-Stadion mit über 27.000 Zuschauern. Österreich dann gegen Deutschland verloren hat und ganz anders hier bei den Junioren, die konnten 2011 zum ersten Mal den Europameistertitel holen, damals mit Headcoach Horst Obermeier, aber seit diesem Zeitpunkt dann jede Endrunde geholt und ungeschlagen in den Endrunden. Also tolle Leistung hier des Junioren-Nationalteams. Und die Herren haben auch ganz erklärtes Ziel nächstes Jahr, das endlich den Europameistertitel nach Österreich zu holen. Wir sind hier Alex Duri im Gespräch. Im Offense-Koordinator Ivan Sivko und Head Coach Max Sommer. Nico Ruder natürlich auch dabei. Also schon sehr gespannt, wie sich diese zweite Halbzeit entwickeln wird. Kürze starten wir mit dem Spiel. Ja, auf die Schiedsrichter beim Aufwärmen. Hier natürlich auch an der Seite immer wieder mitlaufen. Vielleicht auch gleich die Gelegenheit nutzen und hier das Schiedsrichter-Team heute vorstellen zu dürfen. Headref Thomas Hofbauer aus Österreich, Umpire Zsolt Arangi aus Ungarn, Headlinesman Michael Steindl aus Österreich, Line Judge Leonard Glockenstein aus Österreich, Side Judge Michael Olitzny aus Österreich, Field Judge Doris Konstanzi aus Österreich und Back Judge Roland Grutsch aus Ungarn. So, und mittlerweile, gleich ist er bei uns, trifft hier Christoph Schreiner mit seiner Trophäe ein. Gleich hat er sein Mikrofon an. Und wir werden auch gleich die zweite Halbzeit hier beginnen, in diesem für Österreich
sehr wichtigen Spiel, denn nur mit dem Sieg kommt man in die Endrunde. Hoppala, so. Hallo zurück, herzliche Gratulation. Ja, vielen lieben Dank. Danke. Herzliche Gratulation, tolle Sache. Ja, voll cool. Ja, das ist ein Ring of Honor, ins Leben gerufen wurde, mit tollen Spielern, Legenden, zu denen du auch zählst. Vielen Dank. Ja, wirklich eine große Ehre. Also wahnsinnig coole Geschichte vom Head Coach Max Sommer, der das ins Leben gerufen hat. Will da sozusagen die ehemaligen Nationalteams, die ja auch schon sehr, sehr erfolgreich für Österreich gespielt haben, mit dem jetzigen verbinden. Es hat auch gestern Abend ein schönes Event gegeben, wo ein paar ehemalige Spieler gesprochen haben zu dem Team. Ja. Und Schachermeier, Kickoff zur zweiten Halbzeit. Ja, Gratulation nochmal von meiner Seite und schauen wir mal, wie es losgeht. Sehr ambitionierter Lauf hier an die 25, 26 Yard-Line der Ungarn. Ich tue da jetzt noch ein bisschen ausschnaufen, weil... Ja. Es ist hier auch kein einfacher Weg, hierher zu kommen. Ein bisschen über die Leitern klettern und quer übers Feld laufen, die aktive Zeit ist ja doch schon ein bisschen her. Aber wir haben keine Kosten und Mühen quasi hier. So, Offense ist am Feld, Doubles Formation, zwei Receiver links, rechts. Dann spielt jetzt wieder ein Quarterback-Wechsel hier mit der Nummer 9. Ja. Spielt jetzt wieder Laszlo Jordan. Und Ruben Seber von seiner Inside-Linebacker-Position mit dem Tackle bietet da einen Blocker. Und ja. Aber schöner Raumgewinn hier für die Ungarn. Zweiter Versuch. Und somit dritter Versuch, kein großer Raumgewinn. Dritter und vier. Aus Feld mit der Nummer 56, neuer Linebacker Markus Bernas. Ich sehe sonst noch Veränderungen. Timeout. Austria. Noch nicht. Two timeouts remaining. Gleich ein Timeout von Österreich. Die Nummer 33 hat noch gefehlt. Sebastian Ernst. Ja, da dürften die Österreicher etwas gesehen haben, was ihnen nicht gefällt. Wollen unbedingt das First Down verhindern. Ja, jetzt kommt auch Seber wieder aufs Feld und Ernst muss wieder runter. Ja, anscheinend Thomas Schnurrer hat auch eine Pause jetzt bekommen. Ja, ich glaube, beide Koordinators der Österreicher sind nicht direkt am Feld, sondern sitzen oben in der Box. Verlängerter Arm quasi von Chris Kalaika ist Benjamin Sobotka am Feld. Also neben dem Feld natürlich. Zeigt die Spielzüge rein. Wir haben nur noch 3 Sekunden, eine Sekunde und jetzt müssen die Ungarn auch ein Timeout nehmen. Ah, und jetzt kommt Schnurrer wieder zurück, also muss Bernas wieder runter. Ja, zumindest Taktikspiel schon im gleich im ersten Drive. Im Hungary. Schaut sich an, wie stellt sich die Defense oder die Offense auf. Ja, immer, auch egal auf welchem Football-Niveau, ist ja so die ersten Drives, ein, zwei Drives nach der Halbzeit, immer sehr, sehr spielmitentscheidend, weil man einfach in der Halbzeit kurz Zeit hat, das System noch ein bisschen zu verändern.
Dinge, die man vielleicht in der ersten Halbzeit noch nicht so versucht hat, noch einmal ja, aus dem Playbook Tiefen hervorzuholen und einfach kleine Adjustments zu machen. Und da ist halt der Coaching-Staff immens gefordert und zeigt eben auch die Bedeutung eines Trainerstabs im American Football und warum da so viele Trainer im American Football im Einsatz sind. Und es steht nur 10-0 aus Sicht der Österreicher. Ich will unbedingt da die ersten Punkte der Ungarn verhindern. Snap, Pass, aber wird hier gesackt von der Nummer 95. Florian Sudi. Hier mit dem Sack und somit vierter Versuch und das Punt-Team. Also, ersten Drive gestoppt. Ja, Florian Sudi, ja auch ein spannender Spieler. Vor, ich glaube, 2 Jahren oder 3 Jahren hat er noch in der 4. österreichischen Football-Liga gespielt. Aber unschwer zu erkennen, dass er unglaubliche physische Voraussetzungen hat. Dann ein Jahr bei den Giants gespielt und jetzt heuer in der ELF für die Vikings gestartet. Also kometenhafter Aufstieg. Ich habe mal bei einem Flag Football Hobby Turnier gegen ihn gespielt. Schachermeier hier jetzt mit dem Fair Catch. Flag Football Hobby Turnier. Ja, und auch dort, also mit seinen 2 Meter und 130 Kilo, war er als Receiver und Quarterback im Einsatz. Also der kann sich wirklich, wirklich bewegen, der Junge. Sehr beeindruckend. So, wir sehen die Offense der Vikings im Feld. Nico Ruder weiters Roder. Nico Roder, falsch ausgesprochen. Gibt hier das Handoff an Flo Vegan. Er macht hier wieder einen schönen Raumgewinn. Circa 5 Yards. Receiver sehe ich noch immer Reisacher, Touré und Schütz am Feld. Genau. Auch Schönheit ist noch am Feld. Für mich wirklich überraschend, dass Schachermeier wenig spielt. Ich weiß nicht, natürlich nicht, vielleicht will man den auch ein bisschen schonen. Er ist natürlich als Kicker, als Panther, Punt-Returner am Feld. Ja, Max Sommer meinte auch, er will natürlich einigen Spielern hier die Chance geben. Einen schönen Tackle hier gebrochen von Flo Vegan. Aber ein Fleck am Feld. Ein schöner Catch hier. Nico Ruder muss da den Ball am Verteidiger vorbei draußen werfen. Ja, gut gemacht von Running Back Flo Vegan, der da die Schulter runternimmt und dann, ja. Ja, ist nicht einfach zu tackeln. Tiefer Schwerpunkt. Tiefer Schwerpunkt, ja, wie man so schön sagt im Football. Und die Strafe auch nicht gegen Österreich, sondern ist ein neues First Down. Und wie man sieht, man muss nicht immer 2 Meter groß sein, um im Football großartige Leistungen zu bringen. Jetzt auch 2 Running Backs, also 2 klassische Running Backs nebeneinander am Feld mit Hasselwander und Vegan. In der sogenannten Pro Formation. Tatsächlich auch Schachermeier am Feld. Und Grischenek, Jan Grischenek jetzt Nummer 2, ist jetzt auch am Feld. Aber wieder der Lauf. Über Flo Vegan. Diesmal ein bisschen kürzerer Raumgewinn. Die rechte Seite. Receiver wechseln wieder, Tight End kommt mit rein, Nummer 87, Markus Schaber. Auch Komele wieder am Feld, den wir schon 2-3 Mal mit kurzen Pässen gesehen haben. Empty Formation, sprich kein Running Back im Backfield. Nico Ruder hat den Ball und geht selbst, versucht den Ball noch zu werfen und auf Schaberl, aber incomplete. War zumindest einen ja schon fast sicher geklappten Sack noch entkommen sozusagen. Ja, ein bisschen ein Holding auch von unserem Right Tackle, das die Schiedsrichter nicht gesehen haben. Guter Einsatz von Schaberl, der den fast mit einer Hand runterpflückt. So, 3. Versuch und 7, 8 Yards. Und wieder weit hier auf Schütz und der fängt ihn. Muss sich umorientieren, aber ja, das ist einmal ein Big Play. Ja, und immer, wie du schon vorher gesagt hast, Schütz ist ja durchaus Highlight Catch. Erprobt. Erprobt, genau. Ja, und auch in Wahrheit noch ein ganzer junger Spieler.
unglaublicher Athlet. Hier lässt er den Verteidiger stehen. Eigentlich auf die andere Schulter geworfen sogar. Und ja, jetzt wieder eine sehr, sehr gute Situation für das österreichische Nationalteam. Und wir haben wieder ein Handoff auf Flo Wegan. Tankt sie hier durch. Aber wieder gut aufgepasst von unserer Nummer 58 oder von der Nummer 58 der Ungarn. Unsere sage ich deswegen, weil wir ihn schon so oft genannt haben. Den Tamás Törvesek. Schütz hat Zeit, sich hier umzuorientieren, kriegt den Ball da genau in die Arme. Einen Step vor dem Scholtern Golita, den wir auch schon sehr, sehr oft erwähnt haben. Kurzer Blick nach außen. Pass hier. Also ein klares Missverständnis jetzt gewesen. Felix Reisacher hat hier nicht den Ball erwartet. Hat für mich fast so ausgeschaut, als ob Reisacher blocken will, aber... Ja, Dritter und Sieben. Ja, nach dem Big Play. Wir waren schon einmal da unten. Ja, in der Red Zone. Mit Vierter und Kurz. Steht da. Harter Hit. Von der Nummer 33 hier, von Benedek Bodnar. Gegen Michael Schachermeier, der da den Ball deswegen nicht fangen kann. Den spürt er. Den spürt er auf jeden Fall, ja. Läuft quer über das ganze Feld hinüber. Ganz kurz gehalten sogar. Und ja, in den Rücken. Ja. Schwer zu fangen. Ja, und Österreich muss sich zu einem Field Goal aufstellen. Und Schachermeier, der etatmäßige Kicker, kann jetzt auch nicht kicken. Flo Wegan wird das machen. Und der macht das gut. Wusste nicht, dass er das auch kann. Auch mir neu. War schon viele, viele Jahre in Österreich im Football bekannt, aber als Kicker weiß ich nicht. Ja. 13:0 hier nochmal etwas in den Rücken und ein harter Hit hier. Ja, die Ungarn haben es wieder sauber gehalten in der Endzone. Noch hat die Offense nicht scoren können. War noch nicht in der Endzone. Ja, die Defense der Ungarn macht einen sicher deutlich stärkeren Eindruck als die Offense bisher. Ja, und spielt hier sehr physisch und versteckt sich nicht von einem Gegner, im Absolut. Gegenteil. Und auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, manchmal sind Teams in der Box recht stark, wenn sie physisch gut sind, aber in der Passverteidigung dann durchaus anfällig und auch das kann man den Ungarn bisher nicht wirklich vorwerfen. Schachermeier wieder beim Kick. 13:13. Da schaut er sogar sehr schnell aus. Und da ist ein bisschen Platz. Aber wird hier von Bartolovic relativ rasch zu Boden gebracht. Geworfen, im wahrsten Sinne geworfen. Marton Cirok. Sieht man hier nochmal, fängt den Ball ganz sicher. Guter Speed. Was so ein enger Spielstand natürlich auch bedeutet ist, dass hauptsächlich die Starter am Feld stehen und man als Coaching-Staff wenig Möglichkeit bekommt, ein bisschen durchzurotieren und sich vielleicht die Spieler der zweiten Reihe für höhere Aufgaben anbieten können. Was auch das Ziel war, sich heute vielleicht den einen oder anderen anzuschauen. Aber die Ungarn wollten das nicht und schöner Pass hier, wirklich schön da an die Seite. Schöner Catch hier von Nummer 14, Marton Mesjaros. Ja, und auf die Nummer 23, der da so einen Streak hinuntergelaufen ist, hat man sogar ein bisschen vergessen. Das wäre vielleicht sogar noch ein größeres Big Play geworden. Aber ja, so der zweite Big Play der Ungarn so bisher in diesem Spiel.
Jetzt Laszlo Jordan selber mit dem Lauf. Eingetäuscht zuerst. Ja, nur ganz kurz herangewinnt. Schnurrer wieder beim Tackle. Ja, Schnurrer, einer der besten Linebacker in der ELF. Absolut. Also mehrfacher AFL Defensive Player of the Year. Und mit Ruben Seba zweites wirklich, wirklich starkes Inside-Linebacker-Duo. Und ja, dann gibt es ja vielleicht auch da den einen oder anderen Verletzten. Und der Quarterback behält sich den Ball und das wird er sich beim nächsten Mal überlegen. Leon Ballock mit dem Hit und dem Tackle. Ja, ein Aufschrei im Publikum. Ja, ich war sehr überrascht, dass ich erfahren habe, dass das erste Nationalteam Spiel eigentlich von Leon Ballock ist, oder die erste Nationalteam-Serie. Ein Mann, den man im österreichischen Football jetzt auch schon einige Jahre als absoluten Highlight-Spieler kennt. Also sicher einer der besten Defensive Ends. Absolut. In Europa, nicht nur in Österreich. Sehr, sehr schnell, sehr athletisch. Mittlerweile auch physisch stark, dass er. Wieder ein Trickplay. Ball wurde noch aus der Hand gerissen, aber Pass auf den Slot Receiver, der den Ball dann zurück pitcht sozusagen auf den nachkommenden Running Back. Ja, hier sehr schön ausgeführt, dieser Spielzug. Hat aber in Wahrheit, glaube ich, gar nicht viel mehr Yards gebracht als der ursprüngliche Catch. Kende Ratone hier hat den Ball dann noch einmal bekommen von Laszlo Benedek. Aber vierter Versuch und die Ungarn gehen. Motion hier. Handoff. Und weiter Pass hier zurück auf den Quarterback. Aber überworfen. Ja, die Ungarn mit einigen sehr interessanten Spielzügen, Trickplays. Aber jetzt schauen wir nochmal in der Verlängerung oder in der Zeitlupe. Verlängerung sei. Er läuft drüber und will eigentlich zurück zum Quarterback werfen. Im ersten Moment hat es für mich so ausgeschaut, ob es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er selbst gelaufen wäre und dass er da eine Möglichkeit gehabt hat, aber die Zeitlupe zeigt sehr deutlich, dass da gar nichts möglich wäre. Nicolas Hussar hier. Ja, auch Vatolovic dort und ja. So, Händler 4 auf Bonatti. Vorher schon sehr gut gelaufen. Okay, wir haben einen Receiver mit der Nummer 0 am Feld. Habe ich aber nicht auf unserem Roster um. Ist richtig. Vielleicht der Kevin am Laufstil. Ja, einen Schachermeier hat zumindest solche Armbänder, also Armprotektoren. Ich weiß nicht, ob der sich vielleicht, ist das sein Leiberl gerissen. Das kann natürlich auch sein. Bonatti jetzt aber schnell gestoppt hier von der Nummer 50 von wieder von Cebre Regen. Erwartest du Turi in nächster Zeit noch? Weil ich hätte eigentlich mit ihm gerechnet jetzt schon. Ich glaube, sie wollten die Spiele teilen, haben sie gesagt. Jeder hat ein ganzes Spiel spielen, aber wir werden sehen. Jetzt auch schon im dritten Viertel, nur mehr knapp 3 Minuten auf der Uhr. Ja, stimmt, im ersten Spiel ist auch mit der Ruder dann ins Spiel gekommen. Ja. Läuft jetzt selbst. Kurzer Pass. Hat das gereicht für Förster? Auf Jojo Schütz, Johannes Schütz. Ganz knapp zumindest wieder. Ja, First Down. Schafft hier ein First Down. Johannes Schütz mit einem schönen Catch. Nico Roder kann sich mit seinen Beinen Zeit erkaufen. Laufspielzug wieder über Bonatti. Ja, wieder so knapp an die 3-4 Yards, 3 Yards. Raumgewinn. Ja, ich glaube, du hast recht. Sieht aus wie Schachermeier.
wird wahrscheinlich das Jersey kaputt gewesen sein. Der Ruder wieder mit dem Dropback. Viel Zeit. Und findet hier Bonatti, der den Ball fängt, den ersten aussteigen lässt. Vor allem ganz alleine war, auf den haben die Ungarn dann komplett vergessen, nachdem dieser Spielzug länger gedauert hat. Ist meistens für eine Defense sehr schwierig, wenn der Spielzug länger dauert. Ja. In dem Fall Nico Ruder hier schafft, aus der Pocket raus und nicht getackelt zu werden und findet hier Bonatti auf der Außenlinie. Natürlich auch ein gutes Zeichen der Entwicklung. Schöner First Step vom Wegan da, aber gutes Zeichen der Entwicklung vom Nico Ruder, dass er dann auch seinen dritten, vierten, fünften Read noch findet. Auch, dass er die athletischen Voraussetzungen hat, hier eben dieses Play noch zu extenden, also genau, diesen Spielzug noch zu verlängern mit seinen Beinen und sich da aus dem Druck befreien kann. Ja, schöner Lauf hier wieder. Erster und vier und der erste Touchdown heute, Flo Wegan. Ja, bezeichnenderweise ein Lauf durch die Mitte, das hat die meiste Zeit in dem Spiel schon sehr gut funktioniert. Und ja, das kann die Offense das erste Mal richtig anschreiben. Ja, 19:0. Das schaut jetzt schon. Man schaut am Eier aus mit der Nummer 0, oder? Wenn er jetzt kickt. Ja, das ist richtig. Das und auch. Natürlich schaut es jetzt mit 20:0. Warten wir den Kick noch ab. Ja. Wir haben ja schon die eine oder andere Prognose heute. Das stimmt. Aber du hast recht, 20:0. Und das schaut schon jetzt ganz solide aus. Durch die Mitte. Super Vorblock von Daniel Schönheit, dem Fullback, der dann einen Inside-Linebacker rausnimmt. Auch von Daniel Fankhauser. Also ein Riesenloch hier zum Durchlaufen. Unberührt kommt hier Flo Wegan in die Endzone. So, 1:12 noch im dritten Viertel. Die Sonne ist auch wieder weg. Stadion auch gut gefüllt. Vielleicht auch mal Zeit uns bei den Partnern des. Habe ich in der Pause gemacht? Hast du in der Pause gemacht? Hast, habe ich bei aber nachdem ich es angekündigt habe, mache ich das mal. Bitte. El Gaucho, das Steakhouse, Chagall Parkettlager.at, Courtyard bei Marriott, Messe am Prater, die Hyper Niederösterreich und Macron. Wir bedanken uns natürlich alle ganz herzlich, dass das österreichische American Football Herren Nationalteam unterstützt wird. Und wieder ein schöner Return der Ungarn. Ja, ein bisschen Schwierigkeiten bei der Ballaufnahme, nicht direkt aus der Luft gefangen werden, fehlt dann natürlich die Zeit, mehr Zeit für Verteidiger hinzukommen, macht aber noch einen schönen Cut hier nach außen, etwas stehen, gute Vorblocks. Ja, die Nummer 21 hat da ein bisschen die Außenseite auch freigegeben. Schöner Catch, wollten wir schon beide sagen. Genau. Aber kommt nicht mit dem Ball am Boden an, sozusagen, verliert ihn unterwegs. Aber guter Spielzug, schöner Einsatz hier. Er hat den Ball eigentlich schon in der Hand. Ah, ja. Ja, könnte man auch komplett geben. Ich glaube, in der NFL wäre es nicht komplett gewesen. Ja, wir sind nicht in der NFL. Zweiter und 10. Oh, Interception. Ruben Seber. Und dort fangt er die Deflection. Ja, sehr schön hier verteidigt. Wir haben in der Zeitlupe sehen, wer die Deflection gemacht hat.
Play-Action. Dann ist Landrau draußen. Und hier auf die Nummer 18, aber gleich wirklich gut hier verteidigt von Nicolas Hussard. Und Ruben Seber fängt hier den Ball. Ja. Offense schon am Feld. Genau. Und wieder ein kurzer completed catch auf die Nummer 81, Noah Touré. Eine Strafe im Feld. Gegen die Offense. Block in the back. Pass interference. Pass interference. Team Austria, number 82. Blocking downfield. It's a 15-yard penalty. Down remains one. Das ist eine 15-Yard-Strafe, glaube ich, oder? Ja, Pass interference. Er darf nicht downfield, also über der Line of Scrimmage, blocken, wenn der Ball noch nicht gefangen wurde. Der Ball muss doch richtig aufgelegt werden. Das ist ja O-Line, wollte es nicht ganz wahrhaben, aber der Ball wird erst jetzt neu aufgelegt und ja, somit 1. und 25. Wir waren beim 2. und 4. Lukas Hasselwander jetzt als Running Back am Feld. Receiver sind Reiserer, Schütze und Schabern, wie wir glauben. Schachermeier. Ah, Entschuldigung, Schachermeier. Und der ist auch ganz frei. Ah, den hat er. Ganz ein super schöner Spielzug. Schön hier der Rollout von Nico Ruder nach links. Rollout und dann einen weiten Pass zu werfen ist nicht so leicht. Postroute von Schachermeier über die Mitte. Und ja, wirklich. Erst dann 25, langer Touchdown. Kann man machen. Schachermeier hier ganz frei, sehr schön freigelaufen, 26-0. Und der steht dann auch gleich beim PAT bereit. Und auch der ist gut. Ja, die Punkte 6, 9, 10, 11, 12. Für Schachermeier, wenn ihr das jetzt richtig im Kopf gerechnet habt. 27-0. Ja, man sieht Schachermeier auf der Backside. Und ja, ist Zonenverteidigung und der Safety beißt. Und ist dann ganz, ganz frei. Und zeigt hier, warum er der Leading Receiver war in der AFL. Überlegen sogar. Also, hat auch relativ spät mit Football begonnen. Aber in den letzten, ja, 2-3 Jahren sehr, sehr viel Zeit und Anstrengung reingesteckt, um eben ein vollwertiger, kompletter Receiver zu werden. Hat auch einmal kurz in Graz gespielt und sich in den letzten Jahren wirklich, wirklich sensationell entwickelt. Ich muss auch sagen, dieses Jahr, die AFL war sehr, sehr eine spannende Liga. Wirklich alle Teams sehr, sehr knapp beieinander. Absolut. Football-Herz, was willst du mehr? Ja, und auch die ELF hat wirklich ja, hochklassiges Football nach Österreich zusätzlich nach Österreich ja, gebracht. Von 4 Halbfinalteams, 2 österreichischen Teams, war schon ziemlich großer Erfolg. Mit dem Sieg der Vikings am Ende. Ziemlich souverän Jahr. Sozusagen noch dazu. Also harter Hit hier. Felix Macher beim Tackle. Beim Kickoff-Team. Ich glaube auch Lukas Hasselwander da beim Tackle. Das ist jetzt Fabian Raunig am Feld. Und Christoph Kellner. Macher darf auch gleich draußen bleiben, also am Feld. Markus Bernas ist auch wieder hier. Ja, auch Florian Grünsteidl jetzt am Feld, einer wirklich lang dienenden Nationalteamspieler.
Nura haben wir jetzt gesehen draußen. Hat den Helm noch auf, er will es nicht wahrhaben. Ja, mal sehen, ob hier noch herumgewechselt wird, aber ich denke, da müsste schon viel passieren. Für alle eine sehr lange Saison, auch durch die ELF, einmal eine andere Saison, wo die ja bis in den September reingegangen ist. Mittelnader spielt noch immer, auch Husar, also die zwei Corner sind noch draußen. Radolovic ist auch noch am Feld. Harter Hit hier gleich auch von Husar jetzt nach diesem kurzen, dieser kurzen Completion. Auf Laszlo Benedek. Ja, Laszlo Jordan bleibt am Feld als Quarterback. Receiver Screen. Wieder Passempfänger Laszlo Benedek. Fängt den Ball. Jetzt wird der Ball noch aus der Hand geschlagen, aber da war er schon out of bounds. Minimaler Raumgewinn da. Ja, das ist auch das dritte Viertel zu Ende. Jetzt im dritten Viertel der Score ein bisschen eindeutiger geworden. Ja, 17 Punkte jetzt im dritten Viertel für Österreich. Das schaut jetzt schon ganz ansprechend aus. Ja, man muss trotzdem sagen, tolle Leistung hier der Ungarn. Österreich trotz Favoritenstatus hier sehr, sehr lange immer ja, einfach das Leben schwer gemacht hat. Genau, ja. Ja, wie gesagt, also ich glaube gerade in der Defense hat man wirklich brav mitgehalten. Darf auch nicht vergessen, dass das erste Play gleich ein Kick-off-Return-Touchdown war über das ganze Feld und die Defense eigentlich dann lange keine Punkte zugelassen hat. Erst dann jetzt gab es den ersten Touchdown. Und zwei Field Goals. Oder zwei. Und jetzt ja im dritten Viertel ist dann, sind ein bisschen die Dämme, oder haben die Dämme zu bröckeln begonnen. Und Borderweg versucht jetzt selbst zu laufen. Jetzt eine Double Tight Formation mit zwei Running Backs, sogenannte Heavy Formation. Und ganz so viel Unterstützung von der Offense bekommt ja die ungarische Defense auch nicht. Das eine oder andere Big Play mit einem Trickspielzug. Aber jetzt nicht so, dass da solide Drives gestartet worden wäre, dass die Defense vielleicht auch einmal die eine oder andere Pause bekommt. Also die ist schon sehr viel am Feld. Also auch keine Aufgabe gegen diese österreichische Verteidigung, gegen diese Defense zu spielen. Schachermeier steht bereit zum Punt. Jetzt hätte er einmal die Möglichkeit zu returnen. Ja, lass ihn einmal aufkommen. Ah, dann lasst hier schön Spieler aussteigen. Und, ja, guter Return von Schachermeier. Auf 45 Yard Line in etwa wird er out of bounds gedrängt. Auf jeden Fall in der Hälfte der Ungarn jetzt. Den ersten Auslauf überlaufen. Nummer 5 kann er dann ausweichen. Ja, wieder gute Feldposition für Team Austria. Jetzt sehen wir Alex Duri am Feld. Gleich mal mit dem Handoff. Auf Haselwanter. Und er ist noch immer auf seinen Beinen. Toller Laufspielzug. Tolle Blocks. Man kann den ersten Tackle brechen und dann noch einige Yards dazu gewinnen. Und bei den Ungarn einen verletzten Spieler am Feld. Die tolle Blocks, läuft nach außen. Wartet kurz ab.
Breaking News. Endlich macht Michaeli Banfi den Tackle. Ja, auch an der Offensive Line sieht man jetzt den einen oder anderen neuen Spieler mit der 74, Robert Wittmann zum Beispiel. Jan Krischenik ist jetzt auch wieder zurück, der Nummer 2, Receiver. Wieder der Handoff auf Haselwanter und er geht nicht zu Boden und kommt in die Endzone hier. Lässt sich nicht tackeln. Ja, Touchdown. Ja, super. Einzelleistung wollte ich jetzt sagen, aber das ist ja nicht richtig, weil einfach gerade die Blocks wirklich gut gesessen sind. Und ja, schöner Lauf wieder. In Wahrheit zwei schöne Läufe hintereinander von Lukas Haselwanter. Auch ein ganz junger Spieler, muss man ja sagen. Und jetzt irgendwie fängt dieser österreichische Motor an zu laufen. Genau. Etwas verzögert. Kick ist gut. Schachermeier erhöht sein Punktekonto, sein persönliches. 34-0. Ja, die Raiders ja seit Jahrzehnten in Wahrheit mit großartigen Running Backs immer wieder gesegnet. Schlussendlich auch mit einem NFL-Running Back. Genau. Sandro Platzkummer. Davor Florian Grein. Also auch jetzt wieder mit Bonatti und Haselwander, zwei starke Running Backs. Andreas Hofbauer. Andreas Hofbauer dazwischen, genau, der seine Karriere sehr früh beendet hat. Der auch sensationeller Running Back war. Ja, tolle Blocks sind wir hier. Gute Balance des Running Backs, fällt nicht so schnell um. Und wie du sagst, es hat ein bisschen so den Anschein, dass halt auch bei den Ungarn jetzt vielleicht dieser eine oder andere Prozent-Effort, der in der ersten Halbzeit da war, jetzt vielleicht einfach nicht mehr da ist. Ein langes Spiel. Schöner Kick hier in die Endzone. Wird trotzdem versucht zu returnen. Aber früh gestoppt. Innerhalb der 10-Yard-Linie. Paul Schachner dann schlussendlich mit dem Tackle. Ja, alles versucht hier von Marton Schirok. Lasst hier einen, zwei Verteidiger aussteigen, aber kommt dann schlussendlich trotzdem nur bis zur 9-Yard-Linie. Paul Schachner bleibt gleich am Feld nach dem Tackle. Versucht wieder mit dem Lauf durch die Mitte, sich ein bisschen Raum zu erkaufen, zur eigenen Endzone hin. Ja, nach dem Reglement gibt es hier die sogenannte Mercy Rule, das heißt ab 35 Punkten läuft dann die Uhr durch. Dazu fehlt uns noch ein Punkt. Ja, jetzt auch sozusagen die zweite Defensive Line am Feld. Der Tolovic, so mir scheint, der einzige Starter noch neben Mitzelnader. Das ist natürlich auch eine gute Chance für die zweiten oder die Spieler der zweiten Reihe, sich zu beweisen, die ja auch zeigen wollen, dass sie Starter-Material sind oder dass sie starten können für dieses Team. Und auch nicht vergessen, dass eben, wie gesagt, 10 bis 15 Spieler auch fehlen. Genau. Namhafte Spieler, wirklich namhafte Spieler. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Grund, warum in so Spielen das zum Ende hin dann manchmal noch sehr, sehr deutlich wird, weil eben das eine Spiel, eine Team dann schon eher müde und das zweite
will noch beweisen, dass sie auch zu den ersten Elf gehören. Ja, die Dichte im österreichischen Nationalteam ist sehr hoch. Auch wenn das jetzt ein schöner Lauf zum First Down jetzt war. Ein schöner Wurf hier. Und Catch wieder von der Nummer 18, Laszlo. Benedek jetzt die Lieblingsanspielstation. Ja, der hat da recht viel Platz bekommen von Nitzl Nader. Die Ungarn haben den Quarterback wieder gewechselt. Es ist wieder Matti Hegedös im Feld. Aber beide Quarterbacks scheinen hier Benedek zu bevorzugen. Zwei First Downs jetzt hintereinander für das ungarische Nationalteam. Double Tight Formation, also zwei Tight Ends und ein sehr guter Tackle von Paul Schachner. Paul Schachner. Da hat Almos Illes versucht, ihn auszutricksen, aber es hat nicht funktioniert. Tackle war auch sehr wichtig. Es hat uns für einigen Raumgewinn gesorgt. Genau, weiter nichts. Wichtiger Tackle. Oder viel Raum. 2.10. Dropback wieder. Kann sich hier befreien und läuft. Lass noch einen Spieler aussteigen hier. Und? Reicht das neue First Down, oder? Nein, nicht ganz. Aber schöner Raumgewinn hier durch Matti Hegedüsch. Ich glaube, Sebastian Ernst ist da ein bisschen ausgefakt worden. Ja, dritter und eins. Und sich auch quasi aus dem fast sicher scheinenden Sektor befreien. Jetzt wieder ein Screen Pass, ein Receiver Screen. Wieder. Ja, ich glaube, jetzt geht jeder Pass bei den Ungarn auf Laszlo Benedek. Fängt ihn auch sicher. Wieder First Down für Ungarn. Incomplete. Gedacht war dabei auf den Running Back Almos Illes. Noch auf der Uhr. Motion hier. Wieder versucht der Pass hier ein Slant. Aber gut abgewehrt von Nitzl Nader, der da ganz, diesmal ganz nah an seinem Mann dran ist. Das war diesmal auf Ferenc Bartos. Ja, Benedek ist gerade nicht am Feld. Dritter und 10 macht es nicht einfacher für die Ungarn. Rollout auf die linke Seite hier. Aber hier waren mehr österreichische Verteidiger. Ja, das war jetzt auch nicht so das ganz überragende Play-Design, wie mir scheint. Der Pass war intended auf einen Spartos. Ja, ja, Vierter und 10 ist weiterhin nicht am Feld. Ja, und Vierter und 10. Ja, die Ungarn versuchen es hier trotzdem. Der
Ja, Passversuch hier auf die Nummer 82, Nandor Tot, aber incomplete. Und somit Turnover und Downs. Österreich bekommt den Ball in einer sehr guten Ausgangslage. Deutlich zu tief geworfen für den Receiver. Hat er nicht wirklich eine Chance auf den Ball. Ja, 6 Minuten vor Ende des Spiels. Team Austria wieder mit der Offense am Feld. Quarterback ist wieder Turi. Und der versucht es auch gleich tief auf Schaban. Sensationeller Spielzug. Ja, wenn es läuft, dann läuft es. Genau. Ja, Markus Schaban, auch ein sehr, sehr großer Spieler. Ehemaliger Volleyballer. Das war wirklich ein sehr präzise geworfener Pass auch. Also und somit neuer Spielstand 40 zu 0. Und jetzt haben wir auch die Mercy Rule. Und 41 zu 0. Kick ist auch wieder gut. Alle Kicks ganz sicher verwandelt heute. Schaberl jetzt nämlich als Slot-Receiver draußen, so als Big Slot. Und er ist ganz genau und ganz sicher gefangen. Natürlich auch ein suboptimales Matchup gegen den, also ein Linebacker, der einen Receiver hier, ja, mit einem Receiver mitlaufen muss. Schaberl ja auch im International Pathway Programm schon gewesen, also auch ein athletischer Mann. Das ist, was man ja auch versucht, quasi als Offense, genau, Mismatches zu erzeugen. Und das Defense denkt man sich dann immer, wenn man in so einer Mismatch-Situation ist. Hoffentlich sieht es der Quarterback nicht, aber diesmal gut gesehen von Turi. Ja, auch vielleicht ein Zeichen, wo das ungarische Team noch ein bisschen Potenzial hat zu wachsen, einfach ja, im Coaching-Staff, dass dann auch tatsächlich diese Dinge erkannt werden. Ball etwas kürzer, kommt am Boden auf, wird aber gefangen hier von Marton Girok. Und Schütz und Krischenik beim Tackle. Ball ist auf der 21. Ja, versucht der Receiver Screen wieder, aber großer Druck hier der Defense. Wir sehen aber Ruben Seber wieder am Feld. Und Benedek schon etwas langsam beim Aufstehen. Aber er ist wieder am Feld. Also hat der sich doch ein bisschen, doch ein bisschen angeschlagen. Stefan Birnberger sehe ich jetzt. Ja, der hat im letzten Drive auch schon gespielt. Ja. Nummer 5 Running Back Richard Soltan Royak. Bleiben in ihrer Double Formation. Harter Hit jetzt gegen den Quarterback. Ganz ein harter Hit. Meiner Meinung nach war das Helmet to Helmet. Da muss man jetzt auch schauen, aber das hat nicht so gut ausgesehen. Also das ist eigentlich eine 15-Yard-Strafe und ich glaube nach unseren Regeln sogar Ausschluss. Aber der hier Hit hier von Bernhard Moser. Ja. Der da durch die Mitte durchkommt und den
Quarterback, wie gesagt, Helmet to Helmet trifft, natürlich nicht absichtlich, aber das sieht man. Ja, ja, nicht jeder hat die Tom Brady Protection. Das ist richtig, aber man sieht natürlich, dass wenn so Helm auf Helm zusammenstoßt, rüttelt es den Kopf schon ordentlich durch. Gabo Sviatko hier mit dem Kick. Jetzt Touré als Returner. Aber Ball bounced wieder zurück Richtung ungarische Hälfte. Ja, Österreich kommt wieder das Feld auf der 42. Spielzeit noch 3:20 circa. Uhr läuft. Ja, und in seiner Tour jetzt auch mit, ich glaube, 2 Drives und 2 Touchdowns, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe. Frage ist, wird Schachermeier die 0 behalten? Nummer. Wieder das Handoff. Wieder Haselmanter. Ich glaube Bonatti. Ah, ja. Bonatti, nein. Die Running Backs überhaupt mit 24, 25, 26. Macht es uns nicht einfacher. Sache Nummer 12 als Receiver am Feld, Daniel Maurer. Oh, ich muss sagen, Flo Wegan erkennt man an seiner Statur. Ja, wieder Bonatti mit dem Lauf. Jetzt sehr gut aufgepasst von der Defense. Nummer 51, Janosch. Chilai, Silai. Dritter Versuch. Da sind wir noch Bozarek, Moser, Balog. Und wieder Handoff hier auf Bonatti. Er macht das First Down. Ein 17 Zeitlauf. Österreicher scheinen da jetzt auch nicht ganz massiv aufs Gaspedal zu drücken. Es schaut sogar nach Victory Formation. Victor Formation, ja, Running Back ist ganz weit hinten. Jawohl, wir sehen die Victory Formation. Das heißt, die coolste Formation im American Football, die Victory Formation. Das heißt, die Österreicher knien ab, gewinnen dieses Spiel am Ende dann doch eindeutig. Ganz genau. Die Frage war anscheinend nicht ob, sondern nur wann es dann eindeutig wird. Wir haben auch gerade einen jubelnden Headcoach Max Sommer gesehen. Ja, war ganz klar, zweite Halbzeit 31 Punkte, erste Halbzeit 10 Punkte. Wenn er wieder Knopf aufgegangen ist, war es dann eigentlich ganz klar. Ja, ich glaube auch einfach die Tiefe des Kaders hat sich wieder herausgestellt, dass auch eben die Spieler da vielleicht nicht ganz ersten Reihe dann eben noch zeigen konnten, und da war dann einfach ein großer Unterschied gegenüber dem ungarischen Team, die beherzt gekämpft haben. Aber wie der Headcoach schon vor dem Spiel gesagt hat, der Ungarn, er weiß, ob das Niveauunterschied. Aber Österreich ist somit im Semifinale der Europameisterschaft im Spiel in der Endrunde der letzten 4, die nächstes Jahr ausgetragen wird. Und Gratulation hier an das österreichische Team, Nationalteam. Coaching-Staff, alle Spieler, auch den Verband, muss man da ja wirklich gratulieren. Auch ein Danke an die Volunteers der Danube Dragons, Marc Klinkermann, den Game Day Manager, die Kettencrew, die Timekeeper, die Statistiker, die Stefan Strauß Marketing, also und die zahlreichen Fans, die Stadien wirklich gut besucht, gute Stimmung.
Und natürlich auch Dank an dich, als an dass, dich. Ich dann neben dir sitzen darf, im Ring of Honor, heute geehrt. Ja, vielen Dank. Besonderer Tag auch für mich. Sehr große Ehre, große Freude. Ja, und auch einfach schön, auch wieder ein bisschen so zurückzukommen und ein bisschen Teil dieses Teams jetzt wieder zu sein. Ja, man ist dann doch weg und Max Sommer, im Headcoach des Teams, war es einfach wichtig, da ein bisschen Verbindung zur Vergangenheit zu schaffen. Ja, ich muss auch sagen, einfach wenn man dann mit dem Nationalteam auch als Trainer ich war als Trainer öfters dabei, es ist einfach schon wieder was Tolles dann für Österreich, überhaupt dann in einem anderen Ländern ist, der schöne Hymne hört und das ist was, eine ganz, ganz tolle Erfahrung, diese Vereinszugehörigkeiten, die dann nicht wichtig sind in diesem Nationalteam. Das ist einfach eine tolle Stimmung und ist auch natürlich noch toller, wenn das Nationalteam erfolgreich ist. Ja, absolut. Aber auch wirklich gute Stimmung hier im Stadion. Die Fans feiern das Team zu Recht natürlich. Gelungener Football-Nachmittag, kann man sagen. Nochmal Chapeau den Ungarn, die uns da wirklich einen harten Fight geboten haben. 10:0, wie gesagt, nur zur Halbzeit. Aber am Ende des Tages dann doch ganz klar den Sieg, den zweiten wichtigen Sieg geholt. Absolut. Also jetzt auch quasi die Pflicht nach der Kür eigentlich umgekehrt. Ja, genau. Weil die Franzosen waren sicher das höher eingeschätzte Team, genau. Deutlich höher eingeschätzte Team. Aber auch das war relativ deutlich vom Ergebnis. Genau. Also Österreich hat sich hier ganz, ganz klar qualifiziert. Mal schauen, wer die anderen Teams werden. Heute, glaube ich, zur selben Zeit hat auch Österreich gegen Serbien gegen die Schweiz gespielt. Das kann sein, ja. Mal schauen, wie dieses Spiel ausgegangen ist und wer sich jetzt weiter qualifiziert hat. Ja, die Fans feiern, die Spieler feiern, so soll es sein. Hier noch abklatschen mit den Fans, mit zahlreichen. Ja, Florian Grünsteidl, wie gesagt, schon einer der am längst dienenden Nationalteamspieler, mit dem habe ich selber noch zusammengespielt, sogar sehr lange noch zusammengespielt. Ja, das sind auch schon die ersten grauen Härchen. Florian ist da wirklich schon ewig dabei. Robert Dragoniti ist schon lange Teil des Nationalteams. Ja, aber es ist auch schön, ein Team zu formen mit eben so alten, arrivierten Spielern und dann auch ganz jungen, die erst, so wie Fabian Eder, den wir am Anfang gesehen haben, mit 3 Catches. Absolut. Er ist 19 Jahre jung. Ja, generell, glaube ich, ein sehr junger Kader in vielen Bereichen, wo ja, dieser Bologna-EM-Kader da jetzt schon langsam den Stamm des Nationalteams zu stellen beginnt. Und das ist natürlich auch eine Versprechung für die Zukunft. Und da kommen noch einige Spieler, noch einige Junge nach. Absolut. Gut, uns bleibt nichts mehr über zu sagen. Wir bedanken uns für allen, die zugesehen haben. Danke, dass wir dabei sein haben dürfen. War eine große Freude. Und ja, bis nächstes Jahr, bis zu den nächsten Mal. Danke dir auch, Christoph, und noch einmal herzliche Gratulation. Ciao.